Musischen Festtage des CJD. Ein großes Festival, zu dem über 1600 Teilnehmende aus CJD-Einrichtungen in ganz Deutschland anreisen. Das wirklich Großartige ist, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in 11 unterschiedlichen Sparten auf 5 Bühnen das zeigen, was sie können. Und das Erleben, dass jeder mit auch dem Wenigen ganz großartig ist, ist für viele beeindruckend und berührt sie auch vom Herzen her. Egal ob Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder mit Hochbegabung, bei den Musischen Festtagen feiern alle die Fülle des Lebens. Der Wert des Menschen steht im Mittelpunkt, in seinen ganzen Emotionen, in seinem Verhalten. Und wenn ein Mensch auf einer Bühne steht, wo 900 Leute zuhören, dann ist es ein großartiges Erlebnis für ihn. Er spielt und singt um sein Leben. 100 verschiedene Auftritte über die ganze Stadt verteilt. Dazu Workshops, Sport und Spiele. Ein Festival, bei dem für jeden etwas dabei ist. Die Musischen Festtage sind ganz schön. Vor allem, weil man kann halt viele andere CODs sehen, die halt auch tolle Sachen vorführen. Genial, bunt, mega viele Beiträge, mega viel Musik. Und naja, sich nicht gegenseitig betteln, sondern einfach mit Spaß und Freude sich gegenseitig zeigen, wie viel Spaß das macht. Und das zum 30. Mal. Ob Zwickau, Nagold, Olpe oder wie hier in Erfurt. Die Teilnehmenden genießen die Zeit miteinander. Also die Musischen Festtage sind immer wieder was Besonderes. Egal wo sie dann immer stattfinden, ist immer was Schönes dabei. Spaß zu haben mit der Musik, dass man sich auch verbunden fühlt mit allen anderen und so. Auch die komplette Verpflegung wird von Menschen aus den CJD-Einrichtungen gestemmt. Insgesamt 13.500 Mahlzeiten gehen hier über die Theke. Eine Mammutaufgabe, die das CJD-Catering-Team mit Bravour meistert. Und auch die Moderationen werden von CJD-Schülerinnen und Schülern übernommen. Für die meisten ist es das erste Mal auf einer so großen Bühne. Es fühlt sich an, als wäre man erst im freien Fall. Man kommt auf diese Bühne, man ist unglaublich aufgeregt und dann jubelt einem das Publikum zu und es fühlt sich dann einfach nur noch an wie Fliegen. Nichts ist geiler, als wenn man schreit, jetzt Riesenapplaus für das CJD Erfurt und das ganze Theater rastet aus und alle schreien und klatschen, dass einem gezeigt wird, dass man es gut gemacht hat und dass es den Leuten gefällt. Und das ist ja das, was wir wollen. Hinter der Bühne laufen die letzten Vorbereitungen. Das Lampenfieber steigt. Dass junge Menschen lernen, über sich hinauszuwachsen, ist Teil der Persönlichkeitsbildung im CJD. Das ist sozusagen eine Übung für den Lebensalltag später. Ich bin überzeugt, wer einmal auf der Bühne stand und diese Präsenz geübt hat, etwas vorzutragen, der geht schon mal ganz anders in ein Bewerbungsgespräch. Die jungen Menschen sollen mehr mitnehmen als nur Noten und ein Abschlusszeugnis. Mit ganz viel Mut und getragen von der Begeisterung des Publikums gehen die Teilnehmenden den großen Schritt ins Rampenlicht. Es fühlt sich gut an, weil man es überwunden hat, froh ist, dass es vorbei ist und ja, am Ende war es nicht mehr so schlimm von der Nervosität. Servus! Servus! Ja, also auf jeden Fall eigentlich unbeschreiblich, weil man merkt, wenn die Menge mitfeiert, dass man selber so gut ankommt. Man hat selber mega Spaß dabei und man merkt, die Gruppe ist mit vollem Elan dabei. Ich stand da oben und dachte mir erstmal, ich werde versagen. Und dann kam einfach, die feiern mich. Die haben mich gefeiert und das hat mir dann die Kraft gegeben, nochmal reinzuhauen, noch immer weiterzumachen. Und da habe ich es dann locker über die Bühne gebracht. Mir kamen ehrlich gesagt wirklich die Tränen. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass sie da so abgehen, weil die sich eigentlich auch eher zurückhalten. Aber so habe ich die auch noch nie erlebt. Es gab mir natürlich zum Teil auch ein bisschen Bestätigung, dass das, was ich gemacht habe, wirklich richtig war. Die
musischen Festtage des COD sind mehr als nur ein großes, buntes Festival. Sie sorgen für neue Blickwinkel und vor allem für viel Selbstwertgefühl bei den Teilnehmenden. Wenn ein einzelner Mensch da schon was rauszieht, finde ich, für mich persönlich hat es sich gelohnt. Weil wir können Welten verändern damit, wenn wir in einem einzelnen Menschen irgendwas entfachen oder ihm eine andere Sichtweise anbieten, die er dann weiterverfolgen kann. Und wenn man hier denkt, dass hier über 1600 Leute sind, die was mitnehmen und dann anderen wieder weitersagen, dann haben wir ganz schnell ein Riesenlauffeuer, was positiv sich entwickeln kann.